heute ist ein großer Tag, denn heute bauen wir Prinzessinnen-Bases! Und ich habe mich wie eine Prinzessin angezogen, weil ich so glücklich darüber bin. Flo, welche Prinzessin bin ich? Rate mal. Die Käseprinzessin. Nein, es ist nicht schwer. Welche Prinzessin bin ich, Flo? Hä? Du bist Frozen. Ja? Nein! Bin ich nicht! Ich bin Cinderella, das sieht man doch! Ja, Leute, erstmal ahoi! Mein Name ist Easy Cheesy und damit willkommen hier zu einer neuen Folge Minecraft zusammen mit Flo. Wir haben hier zwei Kisten mit Baumaterial und Flo und ich bauen jetzt Bases zu bestimmten Prinzessinnen. Ich glaube, ich nehme Cinderella. Mal gucken, wen Flo nimmt und dann schauen wir, wie das Ganze am Ende aussieht. Zeit ist rum und meine Base steht. Was soll ich sagen, Flo? Wie sieht's bei dir aus? Also meine Base ist richtig cool, Alter. Yeah, ich guck noch nicht hin. Ich sag's noch nicht. Ich halt spannend. Das ist eine super Idee. Ich tue auch so, als wenn ich deine Base noch nicht sehe. So, Leute, wir haben hier auf dieser Seite die fertige Cinderella-Base. Und wie man schwer oder auch nicht so schwer erkennen kann, ist es ein gläserner Schuh geworden. Yeah, ist der nicht cute? Das ist einfach ein Cinderella-Schuh, den ich hier gebaut habe. Und hier sind ein paar Fallen dran und sowas, weil wir werden nachher wahrscheinlich auch wieder angegriffen. Von daher wollen wir da gewappnet sein. Ich zeige euch das Ganze mal von innen. Erstmal ist es gar nicht so einfach, da reinzukommen, weil man muss hier durch diese Spikes irgendwie sich durchschleichen. Und zack, bam, da bin ich drin. Und dann habe ich hier richtig lecker Eiscreme. Warum habe ich Eiscreme eigentlich in meiner Base? Die würde viel besser zu dir passen. Du hast die Eisbase. Ja, komm mal rüber. Kannst du das angucken? Genau. Hier haben wir mein Schlafzimmer. Da unten geht's runter ins Wohnzimmer. Und hier vorne, Flo. Ja, warte. Ich baue gerade mal. Ich hab Überraschung für dich hier. Hier kommt einfach Glas raus. Yeah. Und man hier haben wir so ein paar von außen alles. Mega cool. Yeah. Ja, es ist halt. Was soll ich sagen? Warte, was ist das? Es ist halt ein gläserner Schuh. Natürlich kannst du da durchgucken. Was da drin ist? Oh! Ja, wunderbar. Alles klar, Leute. Das war's auch schon mit dieser wunderschönen Base hier. Und ich würde sagen, wir gehen einmal rüber. Ach, hier ist Flussbase. Das ist okay. Mega cool. Wo also, das hier ist. Erstmal bin ich noch eingefroren. Das ist eine Elsa-Base, oder was? Ist das ein Eisschloss? Ja, das ist eine Frozen, oder wie heißt das? Eisprinzessin-Dings? Ja, ja, Frozen kannst du sagen. Ja, ja, das ist das Einzige, was ich kenne. Deswegen habe ich es gebaut. Sieht cool aus. Ja, wie ja. Hast du das gemacht in der Zeit? Warte mal. Hier rüber? What? Ich war nicht am Klo, deswegen. Okay. Ich habe Zeit genutzt. Ah, hier hast du meinen Jahresvorrat an Melonen. Ja, ich sehe schon. Hier hast du eine Mikrowelle, da musst du aufpassen, okay? Geh nicht zu nah ran. Nee, mach ich nicht. Ich bin da oben gegangen. Bleib unten. Warte, was ist da noch? Geh nicht zu nah ran, die kann explodieren. Okay. Nein! Wehe! Du brauchst deine Base noch für später. Okay, ich bin eine Etage hochgegangen. Kann ich mir hier so ein Eisschwert nehmen und so ein paar Sachen? Hier ist all mein Zeug. Ja, ne? Hey! Danke. Wow, du sagst es! Ich wäre ja vorsichtig an deiner Stelle. Was hast du hier hingeschrieben? Abonniert Flo und Easy. Warum steht denn Easy da in Klammern, hä, Flo? Warum? Okay, cool. Und dann hast du hier quasi so ein Bett einfach noch. Und kommt man ganz oben rauf? Nee, oder? Nö. Okay, du hast auf beiden Seiten hier Dings. Aber du kannst dich rausschießen am Rand. Ja, und vor allem, du hast halt mega cool. Du kannst von allen Seiten irgendwie, da hast du überall Fallen. Das heißt, wenn du angegriffen wirst, dann bist du wirklich in Sicherheit. Ich würde sagen, jeder geht jetzt mal in seine eigene Base. Oh, ich weiß nicht, welche Schuhe ich anziehen soll. Die sehen alle hässlich aus. Ich will richtige Cinderella-Schuhe haben. So wie der, in dem ich grüne. Wohne. Hast du grüne Schuhe? Vielleicht passen die zu meinem Outfit. Warte mal, es ist schon dunkel geworden. Ja, es ging gerade die Sonne unter. Bald Besuch von irgendwelchen Bösen. Aber meine Base ist gut. Wissen wir, ob wer uns angreift? Ich weiß nicht. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, wir wissen, wer uns angreift. Flo, die bessere Base gewinnt. Welche Base am Ende noch am meisten steht, derjenige hat gewonnen. Okay? Let's go. Nein, warte mal. Du darfst nicht meine Base kaputt. Nein, das ist unfair. Oh mein Gott. Warte, wer ist das? Schon aus wie so ein Vampir oder irgend so ein Vieh. Nein. Nee, das ist so eine alte Böse. Das ist Maleficent. Nein, sie ist hinter mir. Oh mein Gott. Nein, Flo. Hilfe. Hilfe. Yes! Oh, nein, es kommt mehr! Junge, wie viele sind das? What? Wie hast du mich angeschossen? Das war bestimmt deine Absicht, ich kenne dich! Ah, ist das nicht dein Ernst? Kannst du mal bitte damit aufhören? Du läufst den Weg! Ich laufe überhaupt nicht in den Weg! Hör auf, mich umzubringen! Komm schon!
Oh mein Gott, nein, das ist zu viel. Ich muss in meine Base. Wir müssen in die Base fliehen. Wir müssen fliehen. Ganz schnell in die Base fliehen. Hier rein. Und tschüss. Fahrstühle können die schließlich nicht benutzen. Und dann werde ich sie jetzt locken zu meiner Falle. Kommt hierher. Flo, kannst du sie hierher locken? So, ja, vor meine Falle. Ich sehe dich. Oh mein Gott. Okay, oh, das okay, das sind viele. Warte, warte. Geh vorbei. Geh vorbei, geh vorbei. Und. Bam! Warte, nein, es hat nur eine getroffen. Geh weiter, geh weiter, geh weiter. Hier weiter, Flo. Ich habe hier noch eine andere Falle. Du musst weitergehen. Okay, let's go. Oh mein Gott, das hat den Server zum Crashen gebracht. Was? Okay, wir sind wieder drauf. Flo? Flo, ich bin auch eingefroren. Was ist passiert? Ich hab Trinkgeweiß. Nein, mein Skin ist weg. So, jetzt sehen wir wieder aus wie eine Prinzessin und, okay. Da haben wir die wohl irgendwie ein bisschen besiegt oder was? Komm, wo ich bin. Und ich komm zu dir. Hi, hast du dich rausgebaut? Guck mal, hier ist eine. Ja, nimm das. Boom. Eine Maleficent. Warte, wie können wir die jetzt besiegen? Nein, da kommt Wasser raus. Komm schon. Wait, schieß einfach rein. Weg. Ja, warte. Stimmt. Aber du musst mehr machen. Mehr. Und das Wasser muss, glaube ich, weg. Sonst kann das TNT nicht richtig explodieren. Andere Seite noch. Guck mal hier. Oh mein Gott. Und? Komm schon. Nein. Ja, wir haben mal Kupia. Wir haben echt geschafft. Lauf. Okay, not bad. Not bad. True. Das Wasser ist eigentlich egal, weil das macht trotzdem Schaden. Stimmt. Aber meine Base ist kaputt. Von der blöden TNT. Du hast meine Base zersprengt. Ja, das ist aber nicht mein Problem, weil das ist nicht dein Ernst. Oh nein. Hier? Oh mein Gott, du hast mich schon wieder angeschossen. Wieso machst du das die ganze Zeit? Ich habe meine Pistole verloren. Oh, wo ist meine Pistole noch hin? Okay, weißt du was, Flo? Mir rechts. Ja. Okay. Wir haben hier ein Problem. Oh mein Gott. Nein, geht doch mal weg hier. Flo? Nein, hör auf. Ich kühle mich kurz in deiner Eisbase ab, weil ich brenne, ja? Ist das okay für dich? Ich brauche nur ein bisschen Abkühlung. Guck, meine Base funktioniert. Deine Base ist total cool, ja. Die ist echt super, muss ich sagen. Hier. Also, ja. So ein bisschen. Okay. Yeah, so läuft das Ganze nämlich. Warte. Sind noch welche? Tut mir leid, die Base, die waren Kollateralschaden. In Wahrheit wollte ich nur die bösen Maleficents töten, Flo. Ich hoffe, das verstehst du. Ja, ich wollte auch nur ein paar töten gerade. Nein, nicht mein Schuh. Wow. Okay, das nächste Mal bauen wir nicht mehr aus Eis und Glas, weil ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, das ist vielleicht nicht das beste Baumaterial in Minecraft, um eine Base zu bauen. Alles klar, Leute, hör auf mich anzuschießen. Nein, wie viele sind denn noch am Leben? Ich glaube, die Folge war ein kleiner Fehl. Wir haben es nicht so überlebt, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber immerhin steht noch ein Teil meiner Base. Und Wow. Es steht noch ein viel zu großer Teil von Flo's Base. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich da so genau machen soll. Naja, das wird schon funktionieren. Alles klar. Freunde, lasst ein Like da, abonniert unsere beiden Kanäle. Wir sehen uns im nächsten Video. Oh mein Gott, da sind noch mehr von denen. Bis dahin, euch einen wunderschönen Tag. Und hasta la Fosta.